Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es im Thumbnail gesehen, wir haben eine neue Verteidigung hier. Worum es aber eigentlich geht, es gibt ein neues Event, 6 Tage, 23 Stunden. Es gibt noch keine Nachricht vom Bilder, also vom kleinen Bob. Und der Riese hat erstmal für diese Woche die Hütte übernommen, der Barbar ist also raus. Aber man sollte Acht geben, wenn man sich dieser Hütte nähert, also für eine limitierte Zeit. Verteidigt hier der Giant unter der Builder Hole, also unter der Bauarbeiterhütte. Ihr seht das hier, da ist er. Ja, und der wandert auch sofort dahin. Also der verteidigt ab sofort mit. Allerdings hat er bei uns im letzten CK nicht mit verteidigt. Das sehen wir jetzt. Wir gucken einfach mal rein in unseren letzten Clan. Krieg, die Ballerbude hat uns ja nicht zugeballert, aber sie hat richtig gute Angriffe gemacht. Und Glückwunsch schon mal nach drüben an die Jungs von der Ballerbude, die Jungs und Mädchen, keine Ahnung. So ein paar Mädchennamen existierten auch, die haben uns hier oben im oberen Bereich, also um unsere Rathaus Elva, wirklich gut geschlagen, keine Frage. Immer schön zwei Sterne. Und hier unten den einen oder anderen Zehner dann auch dreisternig. Das haben wir auf der anderen Seite nicht richtig kompensieren können. Ihr seht das, hier ist richtig viel offen geblieben. Und auch hier oben beim Achilles, nette Onkel Jedi, überall nur ein Stern. Also die Elfer hier nur mit ein Stern. Starke Bases hier. Das animiert natürlich auf unserer Seite wieder mal so ein bisschen was nachzubauen. Natürlich haben wir hier auch den einen oder anderen Dreier. Aber wir haben es hier einfach nicht geschafft, dementsprechend das Ganze nachzuholen. Also dass unsere Leute hier auf deren Bases gute Sterne geholt haben. Aus welchem Grund auch immer. Wir haben am ersten Abend eigentlich schon gesagt, Mensch, ich glaube, es war der Hocke nach seinem Angriff, beziehungsweise nicht nach seinem Angriff, sondern nach einigen Angriffen hat er gesagt, Leute, lasst es heute sein mit Angreifen. Wir sind hier, wir haben kein glückliches Händchen heute Abend. Und das fand ich schon witzig, aber gut, es ist ja ein Spiel. Soll ja Spaß machen und ich glaube, es war der Mr. Bird, der mir auch unter eins meiner Videos einen netten Kommentar gegeben hat. Wir hatten den Gegnerclan ja gegrüßt und ich habe ihm auch geschrieben, natürlich macht es Spaß, da waren wir ja eigentlich schon so ein bisschen am Verlieren, aber wie gesagt, das ist ein Spiel hier, jeder hatte hier seinen Spaß und der Sieger hat natürlich immer noch ein ganz kleines bisschen mehr Spaß, macht aber an der Stelle nichts. Ein paar Dreier haben wir auch hingekriegt, ich werde auch einen Dreier vom Gegner diesmal wieder in der Folge zeigen, denn der war wirklich, wirklich stark und da hat sich auf unserer Seite auch jemand nicht über seine Base beschwert, aber er hat gesagt, Mensch, der hat noch nie drei kassiert, ja. Irgendwann ist immer das erste Mal, dann kassiert jede Base drei Sterne und ja, dann musst du anfangen umzubauen oder musst halt umdenken oder musst du sagen, gut, war ein Zufall, hat er gut gemacht. Guter Angreifer schafft in der Regel dann auch drei Sterne auf gute Bases, gar keine Frage. Und wir starten hier unten mit dem Popi auf die Nummer 19, auf das erste TH 9 unten, ganz, ganz unten beim Gegner war ein TH, ich glaube, das waren 5 oder 6, also konnte irgendwo im oberen Bereich nur so ein bisschen locken, das machte aber nichts, weil wir eigentlich schon wussten, dass der Gegner das gut kompensieren kann mit den 9er, 10ern und auch mit den Rathaus 11ern vor allen Dingen. Die waren oben wirklich, wirklich stark. Ist aber wie gesagt alles nicht so schlimm. Damit können wir sicherlich leben. Wir gehen hier mal ein bisschen höher. Onkel Bob, ich muss mal eben gucken, ob das noch eine richtige Base war, denn hier unten bei einem Account, ja doch. Man kann sagen, es ist eine richtige Base, ja, aber letztendlich hat er Onkel Bob hier ganz easy mit seiner kleinen Mannschaft zwei Neuner gedreiert. Das war also überhaupt kein Problem für ihn. Da hatten die Leute auf der anderen Seite so ein bisschen Probleme im Neunerbereich, aber hatten dann hier unten ihren Onkel Bob und der hat das dann mal eben erledigt auf unserer Seite. Jetzt muss ich mal schauen, wie der Joker hier vorgegangen ist. Leider ist er nicht mehr bei uns im Clan, denn nur einen Angriff gemacht und gerade frisches Mitglied hier, ja, das heißt hier leider dann auch wieder gehen, zumal hat man auch nichts gehört, also auch das gehört ja immer so ein bisschen zum Clanleben dazu, dass man mal, ja, ich sag's ja immer ganz überspitzt, einen guten Namen, einen guten Tag sagt und mal irgendwie so ein kleines Lebenszeichen von sich gibt, das machen. Das macht hier sogar der Max,
Ja, der Max ist zurzeit auf Weltreise. Ich glaube, im Moment hockt er oder ist er in Neuseeland. Und auch der meldet sich natürlich zu unmöglichen Zeiten, gar keine Frage. Der ist uns 10 Stunden voraus. Aber selbst dort hört man immer mal wieder was. Nicht nur, dass er ja irgendwo was fordert oder so, sondern er quatscht auch ein bisschen mit uns, also tippelt ein bisschen mit uns. Und ja, so ein bisschen erwartet man das auch. Ja, gerade wenn man in so einem Clan ist, wie hier den True Warriors, wo ja doch sich vieles in einer Zeitzone befindet, da kannst du eigentlich, wie gesagt, ruhig mal guten Namen, guten Tag in die Runde werfen, um ein Lebenszeichen von dir zu geben oder auch mal eine Taktik zu erfragen. Ja, habe ich diesmal auch gemacht. Mensch, wie können wir denn Base XY machen? Ist halt so, ist er halt weg und währenddessen hat uns hier noch jemand verlassen. Da kann ich aber auch mal drauf eingehen, warum das so ist. Also hier fällt ja immer einiges auf im Clan. Das heißt, wir gucken ja auch nicht nur bei neuen Leuten, sondern auch bei unseren älteren Leuten. Was machen die? Spielen die? Sind die aktiv? Dann fragt man ja auch mal nach. Manchmal macht man sich ja auch Sorgen, wenn man länger von jemandem was nicht hört. Dann fragt man sich natürlich auch, boah, was ist mit dem los? Dann gucken wir mal in der WhatsApp-Gruppe, fragt da mal nach. Und wenn uns aber auffällt, dass hier nach einer Woche jemand es geschafft hat, ist mir völlig unverständlich, auf 0 Spenden zu sein und hier nur fordert. Also es ist ja schon fast schwieriger, auf 0 zu bleiben, als auf über 1000 Spenden hier zu machen. Und man weist mal dezent drauf hin, also man schreibt dann einfach mal eine Rundmail, so nach dem Motto, ja, hier ist das Spendenverhältnis egal. Ist es auch. Aber sind wir mal ehrlich, es ist doch total schwer, keine Spenden zu haben. Also weiß ich nicht, in so einem aktiven Clan wie hier, da hast du doch immer irgendeine Truppe über. Selbst wenn es nur ein Barbar ist oder ein Bogenschützen noch zum Auffüllen von irgendwas, weil in die Clanburgen 35, da geht ja, es ist eine ungerade Zahl, da geht halt nichts Gerades rein. Und da hast du immer irgendwas, finde ich. Ja, da hat uns dann jemand während des CKs schon verlassen. Das heißt, wir mussten dann schon so ein bisschen hier kompensieren. Ich habe hier, ich glaube, das war mein zweiter Angriff hier mit dem Alex, mit einem Golaloon. Fand ich die Base hier mal wieder passend für. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich kann nichts anderes mehr. Ich muss unbedingt andere Taktiken wieder üben, weil ich mache echt viel Golaloon mit meinen Chars. Und deswegen bin ich jetzt in der, ich sag mal, in der Farmphase, wo ich ja nur noch Dunkles brauche für meine RH9, bin ich mal wieder am Testen von so anderen Taktiken, die man ja so kennt, mit Riesenheiler, Packerwalk und so weiter. Das muss ich unbedingt wieder machen, denn ich kann es ja fast nicht mehr. Ich kann fast nur noch sagen, ja, Golaloon, das kann ich, wenn die Base in Ordnung ist, wenn die Base ein bisschen komplexer wird. Da muss ich mir was einfallen lassen. Aber ich bin wieder am Ball. Und denke mal, dass ich jetzt auch nach dem Urlaub jeweils, vor allen Dingen bei meinen RH9ern, jeweils den Held wieder ein Level höher habe, denn ich habe es dunkel schon wieder zusammen. Und da ich natürlich in der Woche, wo ich weg bin, nicht jetzt so wirklich viel spiele, also da werde ich nur ab und zu ins Spiel reinschauen. Ich werde die Chars, denke ich mal, auch auf Rot stellen, um da nicht noch in die Bedrängnis zu kommen, dass ich dort irgendwo an der Küste mein CK-Angriff machen muss. Und wir gucken uns den einfach an. Ist ein RH9,5 hier, den ich mit meinen mal gemacht habe. Mit der Kombi farme ich im Moment übrigens, weil sie ist ganz, ist ein bisschen Dunkles bei, ist ein bisschen Elex bei. Und im Moment farme ich mit dieser Armee auch auf Rathäuser, die natürlich ein Inferno haben. Das hatte der Klebius hier nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Und deswegen war die Base am Ende unten offen. Ich der letztverbleibende Zehner. Also wenn wir jetzt von der unteren Reihenfolge nach oben gehen, war ich dran quasi. Und habe mir hier die 13 geschnappt, obwohl die 14 auch noch auf war. Aber ich muss es gleich mal nachschauen, ob die überhaupt noch jemand zugemacht hat. Weil uns dann am Ende Angriffe durch unsere Fehler fehlten und durch unseren Weggang fehlten. Ja, mal gucken. Jetzt habe ich denke mal, ich habe ganz gut gefunnelt hier mit der Queen und dem Queen Walk und komme jetzt eigentlich ganz gut in die Base rein. Da war mir die CB, ja, sie war mir nicht egal, aber ich wusste, dass diese Truppen da drin sind, da hier ja schon Angriff drauf war. Und es war, glaube ich, dann nur ein Babydrache und Bodentruppen drin.
Ein bisschen Sorge haben mir natürlich die Doppelbomben gemacht, denn hier sind alle Doppelbomben drin, die ein RH10er hat. Also es ist kein 9,5er, der jetzt gesagt hat, ich mache die Bomben nicht, sondern ist ein 9,5er. War am Ende dann auch nicht glücklich, sondern ihr seht das, die Miner sind hier wirklich eine starke Truppe. Und ich habe auch gedacht, Mensch, sind die wirklich... Sie sind ja jetzt hier ohne Infernos relativ stark, aber ich habe oben zwei Angriffe vom ersten, vom Gegnerclan, vom Achilles gesehen. Die sahen so einfach aus, die hat er komplett mit Minern gemacht. Ja, da habe ich schon wieder gedacht, Mann, ist das wieder eine OP-Truppe hier im RH11-Bereich. Wenn du die auf 5 hast, dann rasch die hier mal ebenso durch. Und jetzt können wir hier schauen, vom Sir Amelot. Auch der hat hier das... nicht den Reis ausgenommen, sondern sich mal eine kurze Auszeit gegönnt, weil er der Meinung ist, dass wir hier im Moment etwas disorientiert sind oder, wie soll man sagen, ohne Planung bzw. ohne große Absprachen, stimmt aber nicht, also 95% unserer Angriffe sind schon Absprachen, wer macht wen am sinnvollsten und wo ist was reserviert. Gerade wenn es darum geht, die ersten Angriffe zu machen, dann guckt man sich ja schon mal aus, was kann ich machen, wo kann ich sichere 3 holen. Und ja, mag sein, dass es da manchmal ein bisschen hapert. Das liegt aber dann auch daran, dass jemand, ich sag mal, abends um 9 sagt, ich mache morgen früh die 7 und haut dann ab. Dann irgendwann ist der Chat aus. Das heißt also, der Beitrag ist weg und kein Vize ist da. Und morgens um 6 fällt einem ein, nach dem Aufstehen, oh, ich mache jetzt mal die 7. Ja, so kann es natürlich kommen. Und dann sind auch keine Absprachen möglich, gar keine Frage. Wenn es denn so wäre, müsste man irgendwo eine Liste führen. Ich war schon mal in so einem Clan, der so eine Liste geführt hat dann. Da konnte ich im Web immer nachgucken, wer hat wen gemacht, wo ist reserviert und wen muss ich als nächstes machen. Ja, das war nicht schlecht, das war eine gute Sache, muss ich sagen. Aber damals ging es auch nur erstmal darum, da ging es nicht unbedingt darum, 3 Sterne zu machen, sondern da war man angehalten, in seiner Range anzugreifen. Also man durfte nicht 5 tiefer oder 5 höher als, ich glaube, das gucken wir uns nicht mehr mit an, wie die hier geheilt werden. 5 höher, 5 tiefer als der eigene Charakter. Und von daher war das noch ein bisschen anders. Heute spielt man, glaube ich, das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, meine ich, heute spielt man auch ein bisschen anders, was die Angriffe angeht, was Strategien angeht. Und gucken uns hier einen schönen Angriff von King Arthur auf den Mr. Bird. Also nochmal danke Mr. Bird für den Kommentar. Ich grüße euch nochmal ganz herzlich. War ein schöner CK. Ihr habt da toll gemacht. Und es hat uns wirklich gefreut, gegen einen so starken Clan zu spielen. Denn ja, so ein bisschen entwickelt man ja dann seine eigene Stärke und seine eigene Verbissenheit. Aber an einer Stelle konnte man dann schon sagen, Leute, das holen wir nicht mehr. Aber wir machen einfach das Beste draus. Jeder holt hier noch womöglich die Sterne, die EP raus. Und dann geht es einfach weiter. So muss man es ja sagen. Dann geht es einfach weiter. Wir sind jetzt auch schon wieder aktuell im CK. Wir haben also am Donnerstag keine Pause gemacht. Das hat mich auch gewundert, als ich ins Spiel kam, dass wir ein CK haben. Hab mich natürlich auch beschwert, weil ich ja immer im Samstagstream eigentlich gerne ein Live-CK drin habe. Deswegen, nicht nur deswegen passt mir der Stream samstags immer, sondern man hat natürlich ein bisschen was Besonderes dann in seinem Stream. Ja, man hat Live-CK-Angriffe, in die man reinschalten kann. Man kann auch live im CK reingehen, aber wir haben jetzt mal ausgerechnet, das wird wieder passen mit meinem nächsten Stream. Also, da könnt ihr ganz sicher sein, da haben wir wieder Live-CK mit dabei. Und da wollen wir vielleicht auch mal ein bisschen was anderes machen, Hardcore-Farm oder was auch immer, denn so das letzte Quartal RH10 für mich läuft ja jetzt an. Ich meine, es gibt nichts Langweiligeres als Mauernfarm. Die müssen aber auch gemacht werden. Ja, also zumindest ich mache sie ja voll durch. Habe jetzt noch 64 Mauern zu machen, meine ich. Und muss dann mal meine, die ersten Planungen auf RH11 machen. Meine anderen Charts, der Avatar, wird dann sicherlich auch so weit sein, dass er auf RH10 gehen kann. Also jede Menge zu tun hier in Clash of Clans. Und ich bin aber heute mal gespannt auf die Defenses mit dem Giant unter der Bauarbeiterbox. Ich hatte selbst schon eine Defense, allerdings war dort das Event noch nicht da. Also ich habe eben mal nachgeschaut, da war also noch kein Riese drunter, der dann verteidigt. Ich meine, ja, ist sicherlich auch nicht so die Hyperverteidigung dann.
aber wird sicherlich eine witzige Sache sein. Den kann man jetzt umplanen und einplanen in seine Base. Und ja, wollen wir mal gucken. Ah, wir wollen ja noch einen Angriff vom Gegner sehen. Den möchte ich euch nicht vorenthalten, denn der war wirklich, wirklich gut und er war sehr, sehr hoch hier. Das ist vom Psycho hier auf unsere Nummer 5, also 4 auf 5 hier, auf den Aale. Der Aale wird sich sicherlich jetzt Gedanken um eine neue Base machen. Ist, glaube ich, jetzt im aktuellen CK nicht mit dabei. Deswegen kann ich den auch gerne zeigen. Ich denke mal, er baut sowieso um. Und deswegen kann ich auch ruhig mal wieder einen Gegnerangriff hier zeigen. Ich denke mal, das freut den Gegner dann auch. Denn um jetzt die guten Gegnerangriffe zu zeigen, müsste ich mich in deren Clan begeben, müsste man CK mitspielen und dann müsste ich sagen, so Leute, und hier der Clan Ballerbude. Aber ist auch ein toller Clan, denke ich mal, auch Clan Level 13 und wird sicherlich auch Spaß machen, dort mitzurocken. Also CK-mäßig sind die absolut auf unserer Höhe. Ich meine, sie hätten so um die 280 gewonnene CKs, wir haben jetzt knapp vor 270. Also das war schon letztendlich von den Bases her war es ja sehr, sehr auf Augenhöhe. Also da war jetzt nichts irgendwo, wo man sagen kann, oh, volle Rascherbande, hier haben wir einen Engineering-Clan erwischt. Sondern das waren schon richtig gute Bases, gut ausgebaut. Starke Bases mit guten Helden. Also das war, ja, ich will mal so sagen, auf Augenhöhe. Auch wenn das Ergebnis jetzt so ein bisschen anders aussieht. Also 42 zu 49 ist jetzt nicht so unbedingt auf Augenhöhe. Das wäre jetzt 49, 49 und nach Prozenten verloren. Aber hier hatte ich eigentlich, glaube ich, schon ausgemacht, als ich mir den Angriff angeguckt habe und habe gedacht, naja, 2 Sterne ist in Ordnung, macht er hier auf RH11. Und tatsächlicherweise habe ich hier nicht weitergeguckt und irgendwann hat der Aale dann gesagt, boah, scheiße, 3 kassiert auf die Base hier. Na, Mist. Und deswegen sehe ich jetzt genau dieses Ende hier eigentlich auch für mich zum ersten Mal hier. Aber schön gemacht hier, 11 auf 11, auch noch nicht mal mit einer Max Queen, also na, da geht noch ein bisschen was beim Psycho. Und dann rockt er hier die Base sicherlich, aber die Base hier vom Aale ist schon ziemlich, ziemlich stark ausgemaxt. Ich sehe jetzt noch den letzten Bogenschützenturm auch schon auf Level 15. Und jetzt macht er hier tatsächlich mit dem Warden die letzten Gebäude hier. Das ist auch der Hammer, weil der macht ja eigentlich nicht so viel Schaden. Die müssen schon angeschlagen gewesen sein, aber ne, also mit einem Schuss macht er keine Kanone. Und jetzt packt er noch die Hütte. Ah, super. Beziehungsweise die Kaserne. Ja, super gemacht hier. Toller Angriff vom Psycho. Daumen nach oben. Und schöner CK hier. Ist aber alles nicht so schlimm. Ich denke mal, ihr seht noch 1, 2, 3 Folgen von mir bis zum Sonntag jeden Tag. Und dann habe ich für euch wieder weiter ein bisschen was vorproduziert, sodass ihr in der nächsten Woche auch ein paar Sachen von mir hört und seht. Und ich würde sagen, bis in einer weiteren Folge. Euer Toto. Plätscht.